Ich habe den Palazzo Celeste. Ohne Malheur erreicht. Ja, ne, ich ergänze jetzt einfach mal. Gut, sie hat damit Fernschießen gemacht. Ja, interessant. Fallgatter, ja gut, da können wir bestimmt nicht durch. Die Spiegelung hier ist auch sehr interessant. Aber das Wasser ist wirklich ein sehr hübsches Blau. Also, ich glaube, in echt sind die nicht ganz so blau, weil ich habe noch nie Wasser gesehen, was so blau ist. Also, so richtig tief dunkelblau. Achso, sie kann doch... Oh nee, ein Rätsel. Warte mal, man kann sehen, dass der Palast baufällig ist. Ja, dann nimm den mit. Hier, damit runterstoßen. Der Stein, der den Mechanismus blockiert hat, ist runtergefallen. Man, den hättest du mitnehmen können. Da kann man bestimmt irgendwas Sinnvolles mitmachen. Gut, dafür bräuchten wir jetzt aber irgendwie erstmal noch einen Hinweis, oder? Gut, ich habe jetzt mal auf das Geräusch gehört, weil als wir Dissi gezogen haben, hat das ja so... Was für ein einzigartiger Gong. Muss eine Antiquität sein. Ja, war halt so ein seltsames anderes Geräusch, deshalb klicke ich die jetzt hier mal nochmal schnell alle auf 0, was natürlich ganz toll ist, wenn die alle auf 1 oder so stehen. Und ich glaube, dieses Klack sagt, dass das falsch war. So, dich jetzt auch nochmal. Das macht immer so ein komisches Geräusch, das letzte. So, dann erstmal hören, ob man jetzt hier beim ersten so ein Geräusch hinkriegt. Es scheint, dass man einen Code läuten muss. Meinen Sie vielleicht das Datum, das auf der Uhr eingraviert ist? Gut, auf die Uhr wäre ich jetzt nicht gekommen, aber meine Gedanke war jetzt beim Durchklicken auch schon, weil es 4 Stück sind, dass es ein Datum ist. Ich wollte jetzt nur mal hier noch die 1 durchgehen. Aber sehr schön, dass Sie das zwei Gravuren im Uhrengehäuse. Mary Celeste 1872. Ich blockiere jetzt einfach mal das, was Silvi sagt. Also haben wir 1... Wir dürfen jetzt hier nochmal bis zur 8 durch und ich glaube, normalerweise ist das eher so, dass die Glöckchen alle unterschiedliche Geräusche machen und dass man dann sozusagen Erkennungsmelodien, das war 72, glaube ich, ich hoffe es, so Erkennungsmelodien läutet. Die hören sich jetzt leider alle gleich an und ist überhaupt nicht nervig, dieses extrem hohe Geräusch. Aber naja. Oh, supi, wir können durch. Was für eine bizarre Orangerie. So eine mystische Atmosphäre. Da sitzt einer auf dem Podest wie ein Herrscher auf einem Thron. Ich vermute, das ist Graf Saint-Germain. Und das ist, glaube ich, auch der Startbildschirm vom Spiel. Ein Teich. Lass uns erstmal den Teich angucken. Und eine Gießkanne. Was haben wir hier? Eine Schüssel. Nehmen wir auch mit. Ist auch schön, ne? Der Graf guckt gerade zu und wir plündern einfach mal seinen Garten. Gießkanne mit Wasser füllen? Volle Gießkanne, sehr schön. Ist auch interessant, ne? Man ist hier in einer Stadt, die umgeben ist von Wasser, aber Hauptsache man hat noch einen Teich im Garten. Was sagst du uns denn dazu, liebe Silvi? Die Feuchtigkeit im Garten hat die Skulpturen ruiniert. Ich weiß nicht, also ich finde, die sieht irgendwie noch ganz normal. Also man sollte vielleicht die Bäume ein bisschen beiseite machen, damit man die noch sieht und so, aber ansonsten... Die Pflanzen haben hier wirklich gute Bedingungen, um zu wachsen. Ja, wobei sie, glaube ich, echt nur begrenzt Erde haben. So, das sieht ja aus wie ein Seil, aber das können wir... Ach so, es ist vermutlich von der Gondel, die wir festgemacht haben. Da haben wir auch wirklich eine große Gondel genommen. Da passt ja irgendwie, keine Ahnung, so 12 Personen drauf oder so. Die Pflanzen haben wir schon, Skulptur, da wird sie noch das Gleiche sagen. Dann gehen wir mal zur Apsis. Wer? Wer? Wer hat sein Leben genommen? Ich habe ihn nicht gesehen. Der Killer ist verschwunden. Hat sich einfach in Luft aufgelöst. Oh, es war ein Geist. Es tut mir leid für Sie, aber warum geben Sie mir die Schuld? Ich hätte selbst getötet werden können. Es geht absolut nicht um Sie. So viele Stunden sind vergangen und wir wissen immer noch nichts. Ist die Polizei bei den Festlichkeiten?
Man kann von der Polizei eh nichts erfahren. Das Einzige, worin sie gut sind, ist immer wieder dieselben Fragen zu stellen. Wieder und wieder. Diese feigen Assassinen ärgern und beunruhigen mich. Sie wollen mich in den Wahnsinn treiben. Warum das? Ah, wenn ich nur das Gesicht des Mörders sehen könnte, dann würde ich es vielleicht verstehen. Das lassen Sie besser. Sie wollen erreichen, dass ich vor meinem eigenen Schatten Angst bekomme. Sie wollen, dass mein Gehirn vor Wut kocht. Aber genug davon. Ich habe Sie noch nicht einmal anständig begrüßt. Ich bin Graf Saint-Germain. Sylvie Leroux. Sie sind sogar noch hübscher als auf dem Foto. Was für ein Foto? Aber ich glaube, die verstehen sich ganz gut. Die sind beide so ein bisschen, sagen wir mal, schräg, was soziale Interaktion angeht. Aber was für ein Foto? Fragen wir nach Briggs oder nach der Uhr? Wir fragen einfach mal ganz direkt nach der Uhr. Wie sind Sie an das Chronometer gekommen? Ein sonderbarer Fall in der Tat. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie er mir in die Hände gefallen ist. Können Sie nicht? Oder? Ich erinnere mich einfach nicht. Meine Erinnerung ist in kleine Stücke zersprungen und jedes ist in eine andere Richtung geflogen. Ich kann Ihnen nicht wirklich folgen. Ich hatte einen Unfall. Ich habe einen Flugzeugabsturz nur knapp überlebt. Also vermutlich so Gedächtnisverlust und so. Vielleicht sollen wir ihm ja helfen, herauszufinden, was eigentlich, also vielleicht irgendwie, was er da eigentlich so getrieben hat, bevor er seinen Unfall hatte. Das mit dem Unfall tut mir leid. Das muss es nicht. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, war ich nach dem Unfall überzeugt, dass Unsterblichkeit etwas ganz Normales sei. In einem Krankenhaus? Wie paradox. Präzise. Der Partikel, der dieses Stückchen Information enthielt, schwebte weit, weit weg. Zu schade, dass er wiedergekommen ist. Wenn ich Sie richtig verstehe, leiden Sie an Amnesie. Wie sind Sie da nach Hause gekommen? Blutsauger finden immer einen Wirt. Glücklicherweise bin ich reich. Andernfalls wäre niemand aufgetaucht. Okay, also irgendwie, ich weiß nicht, also der ist auch so ein bisschen schräg. Wir fragen jetzt einfach mal, was er eigentlich von uns wollte. Ich hoffe mal jedenfalls, dass es jetzt darauf hinausgeht, wenn ich Auftrag klicke. Warum wollten Sie mich sehen? Ich besitze ein Objekt. Ein wertvolles, hoffe ich. Aber das kann nur von jemandem wie Ihnen bestätigt werden. Einem Profi. Wo ist es? Es handelt sich um die Planke auf dem Tisch. Die rissige Farbe, die Sie sehen, verdeckt vielleicht ein authentisches Zeichen oder eine Inschrift. Ich werde mein Bestes geben. Darf ich die Sachen verwenden, die ich brauche? Es steht Ihnen alles hier zur Verfügung. Oh, wir dürfen wieder irgendwie so ein bisschen rumarchäologieren. Das macht Spaß. Und ich frage mich gerade, wieso der Graf, der so viel Geld hat, irgendwie hier so mit total kaputten Sachen rum... Ja, lebt. Also es macht man ja manchmal so ein bisschen so kaputte Vasen, so dekorativ, aber zumindest die Splitter hier hätte er ja eigentlich mal wegräumen lassen können. Wir fragen jetzt aber nochmal nach dem Briggs, dem die Uhr scheinbar mal gehört hat. Hier, Briggs Chronometer. Habe ich Sie richtig verstanden? Briggs? Yep. Benjamin Spooner Briggs. Aha. War der Kapitän der Mary Celeste, die am 4. November 1872 New York verlassen hat. Und einen Monat später 400 Meilen vor Gibraltar verlassen aufgefunden wurde. Wollten Sie mich testen? Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Schön zu hören. Ach, jetzt haben wir sogar noch mehr. Fragen wir einfach mal gleich nach dem Schiff. Was nun? Konzentrieren wir uns auf die Entdeckung der Mary Celeste, ja? Sie gingen an Bord. Der Kapitän, wie hieß er noch? David Morehouse? Morehouse. Er ging an Bord des leeren Schiffes, keine Seele in Sicht. Der Tee war immer noch warm. Quatsch. Ein paar tausend Meilen reichen, um den Tee ordentlich abzukühlen. Ein paar tausend? Was ist das für eine Theorie? Warum nicht, frage ich. Sehen wir einfach mal, was wir hier haben. Sie verließen das Schiff, weil der Alkohol, den sie transportierten, kurz vor der Explosion stand. Piraten, Tsunami und ein Koch, der die Mannschaft vergiftet hat und dann über Bord gesprungen ist. Wie viele Schmierfinken haben sich damit schon ernährt? Ach, der hat vermutlich gerade so ein bisschen Sachen, so Verschwörungstheorien, wie man sie erkennt, nach dem Motto, was ist dort passiert und was ist das Bermuda-Dreieck? Vielleicht war es tatsächlich das Bermuda-Dreieck. Mysteriös, und deshalb kommen wir jetzt auch zu einem Mysterium. Niemand hat bisher das Mysterium um die Mary Celeste gelöst. Dieses Chronometer... Dieses Chronometer. Es bringt uns näher zur Lösung. Und zwar unbestreitbar.
Ich bin ganz Ohr, Graf. Es wurde nicht auf dem Schiff gefunden. Nicht? Briggs hat es in New York gelassen? Ich sollte eher sagen, in Marion, wo er gelebt hat. Aber nein, nichts dergleichen. Der Kapitän hatte es auf der Reise bei sich. Also hat Briggs überlebt? War alles nur ein Schwindel? Wollte er sich eine Entschädigung erschwindeln? Er hätte auf seine Frau hören und diese Eisenwarenhandlung in New Bedford aufmachen sollen. Er hätte dann nie seinen makellosen Ruf, den er zu Lebzeiten hatte, verloren. Sie haben recht. Dieser Mann hätte sich nie zu einem Betrug herabgelassen. Da stimme ich Ihnen zu. Was das Chronometer angeht, es war lange Zeit Teil meiner Sammlung. Hat er nicht gerade gesagt, er erinnert sich nicht irgendwie was und mit dem Chronometer? Ach egal, wir fragen jetzt einfach nicht mehr nach der Geschichte. Das wird schon alles seinen Sinn haben. Ich gehe wieder an die Arbeit. Dann bis bald. Graf Saint-Germain. Was soll ich von ihm halten? Eine charismatische Person, aber gezeichnet vom Leiden. Naja, eher so ein bisschen genauso verwirrt wie du, liebe Sevi. Und das hier sieht schwer nach einem Rätsel aus. So diese Drehrätsel, dass man ein Bild draus machen muss. Die liebe ich ja. Finde ich toll. Viel besser als Schieberätsel. Gemälde. Ein Meister der venezianischen Schule wird unter solchen Bedingungen aufbewahrt? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, weil Gemälde und so feuchte Meeresluft und so weiter vertragen sich, glaube ich, nicht ganz so gut. Also die Luft ist da doch dann ein bisschen zu aggressiv. So Fenster. Gucken wir uns nochmal die Fenster an. Wo zum Henker die auch immer hingehen. Im Wald oder ein so. Ein gleichmäßig üppiger Garten erstreckt sich draußen vor dem Fenster. Also dann muss das wirklich extrem groß und der Typ sehr, sehr reich sein, wenn er es schafft, sich hier einen Garten hinzupacken. Sollen wir gleich das Rätsel oder erstmal zum Tisch? Das ist bestimmt diese Holzplanke. Obwohl die Planke nicht sehr interessant aussieht, könnte sich etwas Außergewöhnliches unter der rissigen Farbe verbergen. Ja, und das ist bestimmt die, irgendeine Planke von dieser Celeste. Jetzt haben wir ja nicht mehr ganz so viele Sachen. Wir haben das Schüsselchen. Können wir es hier irgendwo hinstellen? Das ist keine. Nein, können wir nicht. Können wir da Wasser reingießen? Probieren geht. Nein. Wir brauchen, glaube ich. Ah, wir haben hier noch ein Regal. Ein Haufen Müll. Nee, das sind bestimmt Sachen, die wir brauchen können. Hier zum Beispiel die Scheuerbürste. Super, um lose Farbreste abzumachen. Polyvinylacetat. Ach Gott, wofür das war, weiß ich nicht mehr, aber habe ich schon mal gehört. Lauge zum Saubermachen. Das sieht irgendwie aus ein bisschen wie ein Kaffeefilter, also die aus Porzellan, aber ich glaube, das soll ja ein Blumentopf sein. Das ist eine Kaffeemühle. Na gut, dann könnte es theoretisch doch ein Kaffeefilter sein. Sonst haben wir hier nichts mehr, was wir eventuell noch brauchen könnten. Das heißt, wir gehen einfach mal wieder zum Tisch. Und, Moment, wir machen jetzt... Ich will das abwählen. Müssen wir jetzt den Deckel abmachen? Ein Container mit Lauge. Eine extrem ätzende Substanz. Ja, Deckel können wir offensichtlich nicht abmachen. Dann kannst du davon was in das Schildchen kippen. Sehr schön. Kannst du dann... Probieren geht... Nein, wir müssen das vermutlich erst da rein. Lauge kann Löcher in die Haut brennen. Ich werde... Gut, wir brauchen also Handschuhe. Silvi, lass uns Handschuhe suchen. Wo auch immer wir sie finden können. Können wir die nicht hoch? Also so Treppen sind ja sowieso immer total hübsch, so schmiedeeisernes Zeugs und so. Wir brauchen Handschuhe. Wo kriegen wir Handschuhe her? Das Regal hatten wir ja schon. Waren ja keine Handschuhe. Wasserhahn. Keine Handschuhe. Was ist nicht denn? Vielleicht nochmal hier gucken? Weil beim Garten, so Gartenarbeitshandschuhe oder so. Geh bitte in den Garten, Silvi. Dankeschön. Das machst du richtig toll. So, was haben wir hier? Können wir zu Gondel nochmal zurückgehen? Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das wollen. Rasen, den haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Da haben wir auch unsere Handschuhe. Schutzhandschuhe. Ich weiß nicht, so viel Gras ist hier nicht mehr. Hier drüben ist ein bisschen Gras. Und so. Ach, das ist alles irgendwie so ein bisschen... Naja, ein Verwildert kann ja auch durchaus sehr romantisch sein, aber so ein bisschen Ordnung ist ja auch nicht ganz so schlecht. So, jetzt können wir uns hier aber dann der Planke widmen und gucken, was da drunter ist. Also, ich wette ja, dass es wirklich so ein Dings von der Mary Celeste, hieß das Schiff, glaube ich, ist.